So, heute ist Silvester. Wir sind jetzt hier bei den Pinnacles gewesen und wir sind jetzt die Straße heruntergefahren in diesem schönen Dschungel. Und es wurde hier extrem schräg. Und es wurde nicht nur schräg, sondern auch noch sehr weich. Und da habe ich natürlich es geschafft, mein Auto hier reinzufahren, wie man das sieht. Und jetzt sind gerade noch zwei Autos hier angehalten. Und das kurz bevor ich mein Auto verkaufen möchte. Ja, wir haben es jetzt mit Hilfe dieses Brettes hier rausbekommen. Es geht eigentlich, ist nicht so schlimm. Es ist halt jetzt nur extrem dreckig hier unten. Nochmal Glück im Unglück gehabt. Und ich bin froh, dass wir es jetzt rausbekommen haben. Jetzt fahren wir zum Campground. Happy New Year! Bei uns ist jetzt 2018 und ja, wir haben ein ganz entspanntes Silvester gehabt hier auf dem Campground. Es war aber trotzdem cool, also ich fand es mega chillig. Mich hat das jetzt irgendwie nicht gestört, dass ich jetzt nicht bei einer coolen Party mit dabei war. Und hier gibt es gleich einen Fluss nebenan, wo wir uns jetzt gewaschen haben quasi. Sehr idyllisch hier. Und wir fahren jetzt nach Byron Bay und schauen uns das jetzt mal an, weil jetzt ist der ganze Trubel etwas vorbei, hoffen wir. Ja, wir verbringen dort jetzt einen Tag und dann schauen wir mal. So, wir sind jetzt hier in Byron Bay schon den zweiten Tag und wir wollten jetzt hier uns mal das Lighthouse anschauen, den Leuchtturm. Aber es ist hier so, dass es immer noch sehr überfüllt ist. In der Stadt ist überall Stau und hier gibt es keine Parkplätze mehr. Wir waren gestern schon mal hier, da gab es auch keine Parkplätze, da mussten wir wieder wegfahren. Ansonsten ist Byron Bay echt cool, aber wir sind einfach zur falschen Zeit hier leider. Und deswegen ja, werden wir hier nicht so viel Zeit verbringen können, wie wir das gerne wollten. Hey, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind am Lighthouse, aber so richtig genießen können wir es ja auch nicht. Denn wir wurden gerade gebeten, dass wir lieber gehen sollten, weil jetzt ein Gewitter kommt. Das gewittert hier jetzt irgendwie jeden Tag. Es ist auch sehr schwül jeden Tag. Aber ich bin froh, dass die Sonne nicht scheint, weil da ist es kaum auszuhalten. So, als Fazit kann man sagen, Byron Bay ist sehr gut, so wie sein Ruf ist, aber es ist die falsche Zeit dort zu Weihnachten und in den Sommerferien hinzugehen. Wir sind jetzt hier mittlerweile schon kurz vor Gold Coast und wir haben jetzt hier Freedom Camping gemacht in irgendeinem Industriegebiet. Und ich wollte einen Termin bekommen, um Öl zu wechseln und um so ein Sicherheitszertifikat zu bekommen, was man braucht, um das Auto zu verkaufen. Aber die haben erst nächste Woche oder so Termine, aber ich muss in 10 Tagen das Auto schon verkauft haben, weil dann mein Flug nach Singapur geht. Und deswegen parken wir jetzt hier so halb auf der Schräge, ja, um das als Rampe zu nutzen, damit ich hier drunter krabbeln kann. Und ich werde jetzt einfach den Ölwechsel selbst machen. Und für das Sicherheitszertifikat habe ich dann morgen einen Termin. Ist das nicht aufgeschraubt? Nee. Die nicht auf. Scheiße. Ich krieg's nicht auf. Ich zieh mit meinem ganzen Körpergewicht. Scheiße. Ich krieg's nicht auf. Nee, das ist wie festgeschweißt. Aber kannst du meine Füße halten, damit ich mich nicht so ranziehe? Ah, ja, ich hab's. Oh. Alter Schwede, ey. Kannst du meine Füße halten? Ja, also ich warte, bis es leer ist. Dann wechsle ich den Ölfilter. Dann schraube ich die Schraube wieder drauf. Und dann fülle ich neue Teile. So, Ölwechsel ist gemacht. $100 gespart. Es gibt hier leider nicht so eine Oil Changers wie in Kanada oder Neuseeland. Deswegen wäre das hier teuer, wenn man das in der Werkstatt machen würde. Cool ist, dass man bei Super Cheap Auto auch noch das Öl einfach kostenlos wieder zurückgeben kann, das Altöl. Und jetzt putzen wir noch das Auto. Jetzt lasse ich noch das Auto putzen. Da ist noch drin. Ja, ja. Alles muss man selber machen lassen. Ja, und direkt danach fahren wir dann noch zur Waschanlage, damit es von außen auch noch glänzt. Denn wir haben dann eine Besichtigung, was ich ziemlich gut finde. Ich habe schon 2 Interessenten. Hoffe ich mal, dass ich das Auto dann schnell loswerden kann, weil das ist irgendwie auch stressig, das irgendwie im Hinterkopf zu haben, oh, ich muss das Auto noch loswerden und ich habe ja nur noch 10 Tage.
ja, deswegen hoffe ich da das Beste. So, wir sind jetzt hier bei der Werkstatt, wo ich dieses Sicherheitszertifikat machen lassen wollte. Das war gestern und die haben noch ein kleines Problem gefunden, da muss noch eine Dichtung repariert werden. Und ja, jetzt ist erstmal Wochenende, das heißt am Montag können die das dann erst reparieren. Und die haben freundlicherweise uns angeboten, dass wir jetzt hier schlafen dürfen vor deren Werkstatt. Und die haben uns sogar ein Stromkabel hingelegt und ein Wasserkabel. ein Wasserschlauch, ein Wasseranschluss. Und das heißt, wir können jetzt hier übers Wochenende campen, weil hier in der Gegend ist es dann schwierig, irgendwie was Legales zu finden. Wir haben die letzten zwei Nächte schon Freedom Camping gemacht, hier irgendwo auch in dem Industriegebiet. Das geht ganz gut. Und die erste Interessentin fürs Auto hat abgesagt und wir treffen heute aber die zweite Interessentin. Und die haben uns hier nochmal den Tipp gegeben, nochmal mit Politur und sowas drüber zu gehen. Und das Plastik mit Silikonspray einzusprühen und die Reifen, haben die uns gezeigt, das sieht wie neu aus jetzt schon. Wir wollen uns jetzt dieses Zeug kaufen, um das Auto noch auf Hochglanz zu bringen, damit die Käuferin dann von einem strahlenden Auto begrüßt wird. Wir haben heute 3 Stunden oder so das Auto geputzt und ich finde, es hat sich gelohnt. Ich würde es kaufen. Es hat sich heute jemand angeguckt. Weiß ich noch nicht, ob die so interessiert sind. Aber ja, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich habe es jetzt für $3000 mehr reingestellt, als ich es gekauft habe. Von daher, wenn ich mit dem Preis noch runtergehe, finde ich auf alle Fälle noch einen Käufer. Und ja, wir machen jetzt gerade Rührei hier auf unserem Campingplatz am Autohaus. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Brisbane, denn ich werde meinen Travelmate dort am Flughafen jetzt absetzen, weil sie jetzt aus Australien fliegt. Und für unsere letzte gemeinsame Mahlzeit haben wir uns nochmal ein richtig romantisches Plätzchen hier ausgesucht. Es sind heute wieder 33 Grad im Schatten und es ist mal schwierig, einen Schattenplatz zu finden. Deswegen haben wir es uns jetzt hier im Carpark von einem Einkaufszentrum gemütlich gemacht. Und die Leute gucken uns komisch an, aber uns ist es egal, wir wollen einfach nur im Schatten sitzen.